Und damit kann man fliegen. Der Richard macht das relativ geschickt. Ich mach das wie der letzte Depp. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu meiner allerersten Folge Minecraft Hexit. Wenn ihr Hexit nicht kennt, es handelt sich dabei um ein Modpack für Minecraft und ich gehe jetzt hier zusammen mit Richard von Geli auf ihren Server, wo sie das Projekt Heroes of Hexit spielen. Und hier seht ihr mich auch gleich schon auf einer Insel oder sowas stehen, so wie es aussieht. Und jetzt muss ich euch leider gleich mal ein großes Geständnis machen. Und zwar ist es passiert, dass ich dummerweise die Tonspur, die wir gemeinsam aufgenommen haben, nur zur Hälfte bekommen habe. Das heißt, ich habe nur den Richard aufgenommen, nicht aber mich. Und somit macht das ganze Gespräch nur zur Hälfte Sinn. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, jetzt die Tonspur komplett zu ersetzen und ihr seht jetzt damit diesmal ein Commentary statt ein echtes Let's Play. Ich hoffe, das beeinträchtigt eure Begeisterung für das Projekt in keinster Weise. Ich bin ziemlich happy hier auf dieser Insel oder Halbinsel und versuche schon die ganze Zeit Sachen abzubauen, aber bisher ist es mir nicht gelungen, bis ich jetzt diese merkwürdige Rübe erwische und diese lustige Blume hier, eine Iris anscheinend. Gut, hier gibt es anscheinend in diesem Modpack so einiges, was es bei Vanilla Minecraft nicht gibt. Dafür ist es ja ein Mod. Hexit ist ein Mod, bei dem es hauptsächlich um Zauberei geht und um die Möglichkeit, auch Sachen mit Dingen zu verzaubern, die man sich aussucht. Noch viel mehr so als bei Minecraft 1.8, wo man ja auch eine Verzauberung, die man auf Sachen bekommt, sieht und dann auswählen kann, ob man vielleicht lieber was anderes verzaubert. So ist es bei Hexit quasi auch. Da kann man sich aber das, was man drauf verzaubert, auf die Gegenstände quasi richtig aussuchen. Und ich gucke mich jetzt zuerst mal hier so ein bisschen um und sehe da vorne am Himmel eine Schleiminsel und da drüben sind noch viel mehr. Da fallen merkwürdige Schleimblöcke runter anscheinend auch manchmal immer wieder. Und ja, ich stehe hier auf einem Berg und beobachte da hinten einen süßen Pelikan, der fliegt da in der Luft herum. Hier gibt es nämlich auch richtige Vögel. Also es ist schon wirklich ein Mod von Minecraft, wo viele Dinge mit drin sind, die man eben so von Vanilla aus nicht kennt. Und ich möchte das jetzt zusammen mit euch genauer kennenlernen und dabei hilft mir der Richard. Der kennt das Modpack inzwischen auch schon ziemlich gut, hat relativ viel hier schon gespielt, auch wenn ihr Lust habt, guckt auch mal bei seinem Kanal vorbei, da könnt ihr schon einige Folgen auch sehen, die er hier aufgenommen hat auf diesem Server, zusammen mit auch anderen, die hier mit im Projekt sind, die ich aber noch nicht persönlich kennengelernt habe. Also guckt einfach mal auch in der Beschreibung bei den Channel-Links der anderen Teilnehmer vorbei, ich denke, da erfahrt ihr schon einiges über Hexit. Hier ist der Richard und sagt mir Hallo und wirft mir auch gleich so einen lustigen Speer hin. Am Anfang bin ich ziemlich planlos, was ich mit diesem Trumm so genau machen soll. Es ist ein sogenannter Electric Staff und damit kann man anscheinend irgendwie auch fliegen. Der Richard macht das relativ geschickt. Ich mache das wie der letzte Depp und fall gleich erstmal gescheit runter. Immerhin habe ich mir dabei nichts gebrochen. Das war der Vorteil an diesem Electric Staff wohl. Ich habe mir zumindest nichts getan bei diesem Sturz vom Berg. Allerdings habe ich jetzt ein Problem und zwar ist schon fast Sonnenuntergang. Das heißt, demnächst werden hier doch auch einige Monster spawnen. Und ich stehe immer noch auf dieser komischen Halbinsel. Der Richard stellt fest, wir haben ein bisschen Bugs auf dem Server. Und er muss jetzt irgendwie gucken, dass er mich vielleicht einfach zu sich in die Stadt beamt, also portet mit dem Teleport, dass er mich eben zu sich holt, wenn er dort ist. Währenddessen warte ich einfach mal hier noch auf dieser Halbinsel und gucke mir ein bisschen den Sonnenuntergang und den Mondaufgang an. Finde ich sehr, sehr nett. Auch hier unten dieser lustige rosa Baum. Also diese rosa Bäume gefallen mir tatsächlich recht gut. Das scheint hier so eine Art Dschungel oder sowas zu sein. Der ist hier ein bisschen anders als im Vanilla Minecraft. Aber genau deswegen sind wir ja hier. Ich beobachte jetzt noch ein bisschen diese komischen Schleiminseln am Himmel. Und Richard musste jetzt auch noch mal kurz rausgehen und wieder rein, weil er mich nicht porten konnte anscheinend vorher. Aber er
hat trotzdem Spaß und hört lustige Super Nintendo-Musik im Hintergrund anscheinend. Die singt er jetzt auch nach. Das könnt ihr jetzt leider nicht hören, wo ich es rausgemacht habe. Müsst ihr euch die Folge bei ihm vielleicht doch mal angucken. Okay, hier ist er wieder. Er ist nochmal kurz zu mir zurückgekommen, um mich vielleicht doch persönlich abzuholen. Er stellt aber fest, dass es gerade ein bisschen laggt und überlegt sich, mich dann doch persönlich mit sich in die Stadt zu holen, einfach indem er selber in die Stadt zurückportet und mich dann hinterher holt als nächstes. Ich stelle auch gerade fest, wenn ich auf ihn gucke, habe ich hier so eine komische Anzeige, 20 von 20, und er hat dieses merkwürdige Auge und dieses Schwert angezeigt. Das bedeutet, dass er Night Vision und Stärke-Effekte auf sich hat. Das kann man nämlich hier mit diesem Mod, wo man eben von den Figuren sozusagen sieht, wie gut es ihnen noch geht, wenn sie nah genug dran sind, alles sehen. Also auch was für Effekte auf denen liegen. Jetzt der nette Pelikan oder was das da vorne ist, da würde ich das vielleicht sogar auch sehen können, theoretisch, aber der ist zu weit weg, da funktioniert es nicht so ganz. Dafür habe ich hier immer noch meine Minimap rechts oben. Die zeigt mir auch, wo ich bin von den Koordinaten her. Das ist schon mal ziemlich praktisch. Und ich sehe auch, wenn ich mich drehe, dass sich dieses Dreieck auf der Insel dreht. Das heißt, das hilft doch enorm auch bei der Orientierung, selbst wenn man auf der Karte noch nicht viel erkundet hat, wie jetzt ich. Also ich kenne ja halt den Rest der Karte quasi noch gar nicht. Aber ich kann mich dann mit Hilfe dieser Minimap eigentlich schon mal recht gut erst orientieren. Der Richard findet jetzt gerade im Wald hinter seiner Stadt, also da, wo sie alle wohnen und am Anfang auch eine größere Stadt gegründet haben, weil da ein Villager-Dorf war, eine Kiste, und in der hat er einen Sattel entdeckt. Den nimmt er jetzt nochmal mit in sein Haus. Deswegen dauert es jetzt leider doch noch ein bisschen, bis ich von ihm geholt werde. Aber jetzt langsam holt er mich doch schon zu sich. So, hier bin ich. Da hinten seht ihr auch schon die Stadt und hier die Türme. Am Boden sieht der Boden ein bisschen komisch aus und hier drinnen ist das Ei des Enderdrachen. Das wurde letztes Mal erbeutet und ihr seht schon, die haben da so einen Disco-Kugel-Effekt dazu implementiert. Der sieht wirklich schick aus, finde ich. Und hier außen ist eben alles mit Obsidian und anscheinend auch mit so ein bisschen Glas zugebaut, damit das Enderdrachenei ordentlich zur Geltung kommt hier in der Stadt. Okay, der Boden hier schaut ein bisschen merkwürdig aus, weil wir hier in einem neuen Biom sind. Das seht ihr auch daran, dass da oben so grauer Boden ist, wo wir stehen auf der Minimap. Da seht ihr, dass das irgendwie ein bisschen seltsam ausschaut vielleicht. Das ist wohl sogenanntes Wasteland, wo wir uns hier befinden. Und da sieht auch beispielsweise Wasser ein bisschen merkwürdig aus. Das wird dann nämlich so ein bisschen grünlich statt bläulich oder durchsichtig. Und das ist dann so eine richtige Ekelplörre. Hier ist Sebrus Haus. Das zeigt er mir jetzt ganz kurz, der Richard. Da hat er hauptsächlich noch sein Lager anscheinend. Und er hat ja diese beiden sehr dicken Türme vor seiner Tür. Also, und da hinten seht ihr auch, dass er einen Spawner in einem Spawnraum hat. Okay. Dann laufen wir zusammen hier entlang und gucken uns mal die weitere Umgebung an. Ich versuche mich hier irgendwie diesen Berg hochzuhangeln und der Richard stellt jetzt erst fest, dass mein Stab ja vorhin den Geist aufgegeben hat, gleich beim ersten Versuch. Deswegen gibt er mir jetzt noch mal einen, was ich sehr, sehr lieb finde. Und jetzt kann ich ihm auch etwas besser folgen. Hier steht ein Bett rum mitten in der Pampa und hier kann man auch ein bisschen weiter gucken. Da hinten oben ist eine Mobfarm, die gehört wohl zum Haus vom Lukas. Und jetzt fliegen wir auch oder hüpfen wir oder naja, ich springe eigentlich mehr in die Abgründe zu diesem Schiff, weil da wohnt nämlich der Richard drauf. Das ist ein Piratenschiff und das hat der Richard quasi gekapert, somit als erstes hier in dieser Welt und ist da gleich mal eingezogen, was ziemlich lustig ist. Hier hinten hat er auch noch ein paar Vögel in seiner Farm sitzen und das sind die Kokobos. Oder Chocobos.
Er sagt Chocobos, er wird wohl recht haben, er weiß das wohl. Hier kann man erstaunlicherweise durch die Wand gehen. Der Richard erklärt mir, das liegt an den Ghost Blocks. Die sehen wohl nur massiv aus, aber wenn man dagegen läuft, kann man eben einfach durchlaufen. Ich gucke mich jetzt hier auf dem Schiff ein bisschen um. Hier seht ihr auch noch zwei von diesen Laufvögeln. Die sind persönlich benannt. Einer von denen heißt Hohnsohn und der andere ist Ines. Und das ist wohl ein kleiner Insider-Gag unter den anderen Spielern. Ich habe den jetzt noch nicht so ganz überrissen, weil ich kenne die dafür einfach zu wenig. Hier haben wir noch so eine Kammer mit ordentlich vielen Betten drin. Die war aber wohl einfach so generiert. Das ist gar nicht, weil hier alle wohnen oder so. Und hier unten ist einfach das mittlere Deck oder beziehungsweise das untere Deck. Und hier geht's jetzt ab ins Lager vom Richard. Jetzt wird's mal ein bisschen dicker. Hier sehen wir seine große Bücherei mit dem Enchantment Table davor. Also da hat er seinen Zaubertisch stehen. Und hier ist das Lager. Da werden Rüstungsteile ausgestellt. Die schauen auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Ein Zombie-Kopf, ein Erdblock, den ein Enderman hierher gesetzt hat. Und auch diese ganzen Kisten. Und bei dieser Kiste wird mir gerade angeboten, ich darf mir ein paar Tüten rausnehmen. Also diese Bags. Die sind relativ praktisch, weil wenn man da einen Rechtsklick drauf macht, bekommt man eine weitere Leiste oben angezeigt. Und da rein kann man dann eben auch Gegenstände stecken. Das heißt, es handelt sich hierbei um sowas quasi wie eine kleine tragbare Kiste, hat aber eben nur eine Reihe Slots. Also man kriegt 8 zusätzliche für einen Platz, den man im Inventar dafür bereitstellt sozusagen. Das ist eigentlich schon ganz gut, weil wenn man davon einige mit sich rumträgt, dann kann man da eigentlich schon mal ganz gut Zusatzsachen einräumen. Jetzt habe ich ungefähr so viel Inventar, wie wenn ich noch eine Kiste mit mir rumtragen würde. Fast. Er gibt mir auch gleich mal noch ganz nett einen Helm. Der ist ein Scale Helmet und Scale Boots. Soweit ich mich informiert habe, bestehen die aus Diamant und einer ganz bestimmten Blume. Eventuell sind die jetzt auch aus einem der Türme geholt worden, wo man eben manchmal auch solche Gegenstände finden kann. Außerdem hat der Richard zum Glück für mich auch noch eine Diamanthose übrig, was mich ziemlich freut, weil bis auf die normalen Feinde hier in der Welt, die jetzt eigentlich halt genauso wenig oder genauso gefährlich sind wie bei Minecraft im normalen Spiel, gibt es hier eben doch auch Feinde, die wesentlich gefährlicher sind. Deswegen fühle ich mich mit der richtigen Rüstung schon ein bisschen sicherer hier. Also Diamantrüstung ist da wohl schon zu empfehlen und insofern ist das sehr, sehr nett, dass ich da gleich einiges bekomme. Außerdem stelle ich gerade fest, ich kriege schon ziemlich Hunger. Ah ja, genau, jetzt kriege ich erstmal noch eine verzauberte Kettenrüstung. Damit habe ich jetzt zumindest schon mal so ein bisschen was fürs Erste. Aber der Richard rät mir trotzdem, ich soll auf keinen Fall alleine in einen Turm reinspazieren, weil mit den Sachen bin ich damit trotzdem noch lange nicht gerüstet genug. Also das wäre trotzdem sehr gefährlich, vermutlich. Der Richard beschließt jetzt, er will noch Sand holen und nimmt sich dafür noch eine Schaufel mit. Und ich folge ihm gleich mal weiter. Er hat jetzt auch noch nach Essen geschaut, nachdem ich ihn gefragt habe. Und er guckt sich jetzt mal ein bisschen um, was er mir da geben kann. Ich frage ihn auch mal, ob ich diese komische Rübe hier essen kann, die ich gefunden habe. Die heißt irgendwie Güsal Green. Aber er erklärt mir, die sind für die Chocobos. Das heißt, man kann die wohl damit füttern und heilen. Das heißt, man kann die eigentlich eben für diese Reittiere benutzen. Gut, jetzt werden mir 50 Äpfel angeboten. Das finde ich zwar extrem großzügig von ihm, aber das lehne ich doch eher ab, weil ich finde, dass Äpfel vielleicht ein bisschen verschwendet sind, wenn man sie einfach so isst. Und er meint dann auch, er wird sich dadurch vielleicht lieber irgendwelche OP-Äpfel oder normale Goldäpfel craften, um die dann für extra Herzen zu verwenden. Und dann guckt er sich nach weiteren Essenssachen um, die er hier rumliegen hat. Da gibt es wohl auch Pilzsuppe, allerdings leider auch
nur eine, aber er findet dann für mich noch eine Cracknorite Chestplate, die mich auch noch ein bisschen weiter schützt. Das ist ziemlich gut. Und er wirft mir schließlich diese 12 Äpfel und 11 Karotten hin, womit ich jetzt erstmal eine kleine Grundausrüstung an Essen habe auch und mich erstmal auch wieder regenerieren kann, sobald ich Schaden kriege, wenn ich das dann esse. Außerdem rennt mir der Richard leider schon wieder davon. Das liegt nicht nur an dem Stab, den er hat, sondern er hat auch eine Thief-Rüstung an und die macht permanent zusätzliche Geschwindigkeit auf ihn, weshalb er immer viel, viel schneller unterwegs ist als ich. Das ist ein bisschen anstrengend, wenn ich ihm jetzt hier durchs ganze Dorf hinterherrenne. Da zeigt er mir auch den schicken Rollrasen, der hier schon ausgelegt wurde von manchen anderen Mitspielern. Hier zeigt er mir auch das Haus von Kosako, der hat auch so Rollrasen quasi als Teppich in seinem Garten, also in seinem Haus dann auch verlegt und hat hier einen Grabstein aufgestellt auch. Und er hat hier auch noch einige Sachen. Hier sehen wir übrigens eine Farm. Die ist für die Allgemeinheit da, das freut mich sehr. Das heißt, ich darf da auch später vorbeikommen und mal eine Runde ernten und da denke ich, werde ich das auch definitiv mal machen, weil das bringt mir doch einiges, wenn ich da jetzt mich hier mit Nahrung versorgen kann selber. Ich laufe jetzt dem Richard noch ein Stückchen hinterher. Er will mir nämlich jetzt die Wüste auch zeigen. Und hier sieht man jetzt nochmal bei Tageslicht dieses merkwürdige Biom und einen Meteoriteneinschlag. Das große Loch, wo ihr hier blaue Sachen dahinter seht, das ist nicht vom Meteoriten, sondern das ist ein Fehler in der Karte. Der Meteoriteneinschlag ist der hier, der mit dem Obsidian am Boden. Der Richard beruhigt mich jetzt nochmal, dass das grüne Wasser hier in diesem See, wo er steht, nicht giftig ist oder so. Das ist einfach ganz normales Wasser und sieht in diesem Biom so aus. Und dann laufen wir gemeinsam weiter in Richtung Wüste, wo er mir jetzt seine mega tolle Schaufel demonstrieren wird. Ich hoffe, die erste Folge hat euch gefallen und ihr habt einen kleinen Eindruck gekriegt, wie es hier in Hexit so ist. Ich hoffe, ihr schaut auch das nächste Mal wieder rein, wenn ich dann mein Haus baue. Bis bald, ciao!